Ich sehe keine. Doch, da unten ist ein Timberwolf. Könnte auch ein normaler. Ist das ein Hund? Nein, ein Timberwolf. Ah. Au. Komm her, komm her. Stirb. So. Wir haben sehr viele Wolfswelle dann, die wir verkaufen können. Ah, da oben ist der Dedra-Schrein. Da weiß ich mittlerweile, was die Voraussetzung ist. Oder zumindest weiß ich mittlerweile nur noch eine. Die anderen habe ich vergessen. Nämlich alle anderen Dedra-Schreine zu machen. So, hier ist die Abzweigung, deswegen werde ich hier speichern. Weiter geht's. Oh, ein schöner Ausblick. Da ist Koroll, da kommen wir gerade her. Da ist die Kaiserstadt und irgendwo hinter diesen Bergen ist Burma. Wunderschöner Ausblick. So, einmal noch heilen. Dann sind wir wieder voll. Und dann geht's wieder an die gebundenen Handschuhe. Da. Au. Au. Au, hör auf damit! Das tötet uns! Komm, 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 komm! Das war knapp. Der hat uns so oft zurückgeschlagen und dann anschließend auch noch getroffen durch sein schnelles Angreifen, dass er uns fast besiegt hätte. Aber ich hatte auch vergessen, die Handschuhe zu benutzen. Ah, da unten ist der nächste Timberwolf. Aber ansonsten sehe ich bisher noch keinen. Aber den werden wir besiegen. Oh Mann, das war jetzt fast blöd. Nicht gut. Nicht gut. Blocken hat sich erhöht. Nicht gut. Die Herstellung hat sich verbessert. Nein! Wir können hier vielleicht von da unten hier irgendwie so runtergehen und holen. Und da ausgerechnet jetzt geht unser Schwert kaputt. Ich will die Leiche. Ich will das Wolfsfell haben. Ich speichere lieber vorher. Es könnte sein, dass wir nicht mehr hochkommen. Aber wir kommen hier sehr gut runter. 2 Gold sogar. Juhu, wir wurden belohnt. Wir kommen hier nicht mehr hoch. Verdammt. Doch, hier kommen wir hoch. Aber jetzt hier nicht mehr. Verdammt, jetzt müssen wir... Teleportieren wir uns zum... Also machen wir eine Schnellreise zurück zum Dedra-Schrein. Wehe, einer von euch ist mein Pferd. Unser Magiker ist wieder voll, unser Leben noch nicht. Fällt der da halt einfach runter? Ich glaube, ich spinne. Nachdem wir ihn so mühevoll getötet haben. Fast selbst daran gestorben wären.
Naja, und wir müssen jetzt wieder mit unseren Fäusten kämpfen. So, also da unten liegt der Wolf. Schade, dass er ausgerechnet hier runterfallen musste, wo wir nicht mehr gut hinkommen. Gebundene Handschuhe mache ich noch. Die sind vor allem jetzt sehr wichtig, da wir tatsächlich mit ihnen zuschlagen. Das haben wir schon genommen. Ein schöner Sternenhimmel, muss ich auch schon mal sagen. Beschwörung hat sich verbessert. Komm her, komm her. Au. Hey. Auf mit dem Blödsinn. Halt. So, jetzt kannst du runterfallen. Puh. Das wird wirklich schwer mittlerweile. Und da vorne kommt der nächste. Also wahrscheinlich hat das Spiel jetzt gesagt, okay, Berglöwen sind zu stark. Für Kyla ist das nicht das richtige Gebiet offensichtlich. Schwarzbären sind zu stark. Warte mal, das ist eine Eileiden-Ruine. Hier irgendwo. Oh, interessant. Also hier ist irgendwo ein Turm, hier ist irgendwo eine Eileiden-Ruine und da ist auch nochmal eine. Ich sehe sie sogar da unten. Hier. Und deswegen schickt es unser Spiel jetzt ständig Timberwölfe. Aber ich bin mir sicher, dass die verstärkt sind, die Timberwölfe. Denn es war am Anfang so leicht, sie zu töten, und sie wurden irgendwie. Es wurde irgendwie immer schwerer, sie zu töten. Wie sieht es eigentlich mit der Rüstung aus? Ach, deswegen. Schild kaputt, Helm kaputt. Wir könnten den Schild benutzen, aber das würde uns jetzt auch nichts mehr bringen. Und er hält auch nur einen Schlag aus. Tja. Ich glaube, ich speichere vorher lieber mal. Es könnte durchaus sein, dass der uns fertig macht. Wo ist er hin? Ist der Wolf hin? Da ist der. Das war wieder einfach. Das war sehr einfach. Mal sehen, was der nächste Gegner ist. Wahrscheinlich wieder ein Timberwolf. Ah, da unten ist eine Pflanze. Hier sind mehrere Pflanzen. Milchdistel. Wurmholz. Von dem wir Wermutblätter kriegen, lol. Der nächste. Das ist nicht gut. Hey. Ich nehme jetzt mal einen Heiltrank. Da. Na komm. Hey. Ich versuche mal ein bisschen zu heilen. Ich höre, wie uns immer fast trifft. Ah!
So, uff. So, da möchte man nur ein paar Kräuter sammeln. Habe ich die jetzt gesammelt? Ja, ich habe sie gesammelt, stimmt. Bin ja schon einen Schritt weiter gegangen. Dort unten sind nochmal Kräuter. Zwei Milchdistel. So. Ob hier wohl. Ah, da unten zum Beispiel waren wir noch gar nicht. Da kommen wir jetzt dann zur ersten Abzweigung, wo wir noch nicht waren. Glaube ich. Den Weg haben wir noch nicht gemacht. Sind wir noch nicht gegangen. Aber da kommt sicher vorher noch mal ein Timberwolf. Oder irgendetwas ähnliches. Hier, diese Abzweigung. Speichern. Nein, ich habe doch gerade gespeichert. So, jetzt gehen wir hier entlang. Bin ich sehr gespannt, was wir hier unten finden werden. Ist das ein Bandit? Ein Bogenschütze. Oh, toll. Aua, der hat uns getroffen. Oh, was ist los? Fängt das Baby jetzt an zu heulen? Nö. Stirb, ja. Du möchtest sterben, dazu kann ich dir helfen. Ich möchte mich vorher nur ein bisschen heilen. Okay, gehen wir los. Erbärmlich. Leichte Rüstung hat sich verbessert. Nahkampf hat sich verbessert. Ich mach dich fertig. Banditenbogenschütze. Halt, du bleibst hier oben. So, Eisenpfeil, 14 Stahlpfeile. Den Zwergenbogen haben wir schon. Dietrich, Lederstiefel. Sind die besser als unsere? Ja. Nein, das waren unsere. Aber wir können die ja mitnehmen und eventuell verkaufen. Ach, ich habe den Zwergenbogen noch nicht auf 3. Deswegen funktioniert das nicht. Jetzt. Und die Stiefel muss ich noch anziehen. Endlich können wir wieder gut kämpfen mit unserem Bogen. Und wir könnten ein Reh erlegen. Mal sehen, bis es da oben ist. Also bis wir da oben sind, hat es uns bestimmt vergessen. Nein! Verdammt, wo ist der Pfeil hin? Habe ich getroffen? Nein, es hat nichts aufgeleuchtet. Mist! Jetzt ist der Pfeil weg. Aber da vorne... sind Rehe. Mist. Okay, lassen wir. So, ein bisschen Jagd kann nicht schaden. Ein Hirsch. Wildbrett. Auch ein Hirsch. Oh, da vorne ist noch ein Hasenpfote. Den ich offenbar schon genommen habe und anschließend sofort vergessen. Hm. Also hier ist jetzt nur diese Eileit. Oh, jetzt ja, das ist der Weg zu den Eileitenruinen. Oh, schön. Da unten ist eine Ruine. Hier wird der Weg runter zur Ruine und hier zu den Eileiden-Ruinen. Ich
glaube, ich möchte erst zur Ruine. Oder? Ja. Das ist der Wolf. Sehr viel angenehmer. Ein Zinnmesser. So, da brennt ein grünes Licht und da ist ein Weg, der weiterführt. Und da oben sind sehr viele Hüte der Hasenpfote. Normal viele. Hier ist auch nochmal ein Weg. Seltsam. So, also da ist ein Weg runter und hier sind viel zu viele Wege. Kommt da rechts gerade auch einer? Nein. Aua, der hat getroffen. Lass uns mal kurz ein paar Pfeile holen. Okay, was für Pfeile sind das? Zwergenpfeile. Liegen hier noch mehr? Hier liegen einige. Das hier ist ein Eisenbogen. Skeletthüter. Das sind die ganzen Stahlpfeile. Was er wohl gehütet hat. Wir sehen uns die mal überall um. Da ist ein Runenstein. Sidri-Ashak-Runenstein. Der Stein rührt sich unter eurer Hand. Sucht ihr seine heraufbeschworene Waffe und Rüstung? Ja. Ja, geil. Gebundener Bogen und gebundener Helm. Saugeil. Eine Truhe. Wiederherstellen willst du? Da lässt sich bestimmt gut verkaufen und Lebensenergie wiederherstellen. Das gefällt mir mit dem Bogen. Oh ja. Ah, daneben. Eiserne Streitaxt. Ein normales Skelett war das. Dieser Ort gehört den Untoten. So wie es aussieht. So, irgendwo da müsste noch einer unserer Pfeile sein. Da. Und irgendwo hier auch nochmal. Da. Wo ist der Gegner? Da ist der Gegner. Treffer. 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 Daneben. Volle Kanne. Das ist bestimmt wieder so ein Hüter.
Ich habe noch 9 Stahlpfeile und einen Eisenstein. Eisenpfeil. Das ist nicht gut, wenn die Musik noch nicht aus ist. Ein Bogenschütze. Wow. Einen Eisenpfeil haben wir noch. Wir müssen mal eben ein paar Pfeile sammeln. Au. So, das Gute daran, gegen einen Bogenschützen zu kämpfen, ist, gehen einem nie die Pfeile aus. Oder hoffentlich nie. Silberstreitkolben. Den nehme ich noch mit. Okay, ich nehme ihn nicht mit. Oder komme ich hier an die Leiche? Nein. Knochenmehl. Stahlschild. Das könnten wir brauchen. Wir sammeln jetzt erstmal die ganzen Pfeile ein, bevor die verschwinden. Ist das ein Zwergenbogen?